Hallo zum Tag 9. Irgendwann reichen die Finger nicht mehr aus, ne, um das zu zeigen. Also, hallo und herzlich willkommen beim Tag 9. Was habe ich heute? Von Nike den Air Safari. Tada! Der Air Safari, ursprünglich 1987 rausgekommen. Der hier ist von 2003. Also das ist das allererste Retro, was mal rauskam von dem Schuh. Den 87er habe ich leider nicht gehabt. 87 kam der originale Safari raus. Ich glaube, das Muster kennen viele. Tinker Hatfield, der Designer hinter den, zumindest bei den Sneaker-Leuten, meistgefragten Schuhen ist Tinker Hatfield, hatte in einem, wie sagt man, in einem luxuriösen Möbelgeschäft in New York eine Couch gesehen. Diese Couch hatte sowas wie Straußenleder, wohl ein sehr exotisches Material. Es soll wohl Straußenleder sein, zumindest ist das, was man so in dem lieben Internet so liest. Und das war wohl die Idee gewesen. Er wollte einen luxuriösen Schuh, der eigentlich ja als Performance-Schuh gedacht war, aber halt mit den exotischen, luxuriösen Materialien ausstatten, hat dann im Prinzip statt echtem Straußenleder dieses Muster aufgebracht, was so ein bisschen das Straußenleder anmuten soll wohl. Und ganz, ganz tolles Leder, was auch wahrscheinlich diese ganze Couch-Thematik wiedergibt. Das Ding ist ein Brett am Fuß, super cool. Ist halt unter den, ich sag mal, Oldschool-Hip-Hopern auch wahrscheinlich recht bekannt. Bismarck Key hat die Dinger, glaube ich, ganz gut gerockt. Und ja, Nike Air Safari 87 steht sogar auf der Zunge drauf. Und das war Tag 9. Bis morgen. Thank you.